Ja, ich war damals 6 Jahre alt. Das war im Frühjahr 1944. An dem Tag sind viele Flugzeuge hier rüber geflogen. Und ein Bomber ist über Mettendorf gekommen, der war angeschossen, der hat stark gequalmt und geraucht. Und der ist hier abgestürzt. Hier in diesem Wald, hier ist die Abschlussstelle von der Besatzung, sind alle gerettet worden. Der Pilot, wie mir gesagt wurde, ich war nicht dabei beim Piloten, aber der Pilot und der Co-Pilot sind in Mettendorf inhaftiert worden. Die haben noch eine Nacht im Spritzenhaus gesessen und sind dann mit den anderen Gefangenen sind sie weggebracht worden. Die Abschlussstelle hier, die wurde abgeriegelt vom Militär. Das Material, das wurde, damals war Krieg und das wurde alle gebraucht. Die Rüstungsindustrie hat es gebraucht. Das wurde hier an Ort und Stelle abgeholt. Und den Rest haben wir Buben nach dem Krieg gesammelt für Schrott. Der Schrott wurde gut bezahlt.